Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Morgen in Palia. Und ich sehe gerade schon, meine Erfahrung ist schon wieder down. Ja, ich war eine Runde farmen. Ich habe wieder einiges, was ich noch wegtun muss. Genau, kann ich direkt schon mal annehmen. Ich muss erstmal die Austern öffnen. Das wollte ich mit euch kurz zusammen machen. Ich habe den Epi dabei übrigens gesehen, beziehungsweise der ist mir auf die Füße getreten und hat gesagt, hallo hier, du hast mich ignoriert, ich stehe vor dir. Wir haben insgesamt 36 Muscheln, 18 Austern, da gucken wir gleich nochmal. Und ich habe, Moment, ich habe Drachenbarttorf gefunden. Ach nein, das ist gar kein Smaragdmoos gewesen und ich habe mich gefreut, dass ich so schön viel davon gesammelt habe. Sauerei. Außerdem haben wir nochmal 11 Korallen geholt. Das ist auch nochmal ein schöner Batzen. So, wir öffnen jetzt erstmal die ganzen Austern. Mal schauen, wie viele Perlen wir diesmal dabei haben. Und welche Farben es sind. Wobei ich dazu sagen muss, ich glaube, wenn es mit weißen Perlen gestartet ist. Ah doch, jetzt habe ich mal eine grüne gleichzeitig auch gehabt. Sehr schön. Da können wir das Ganze dann gleich nochmal kurz... Und wenn das denn weggeht, hier mal kurz vergleichen. Also eine normale Perle gibt 70 Gold und eine grüne Perle gibt sogar 145 Gold. Ich habe in meiner letzten Folge, glaube ich, gesagt 100... Was habe ich gesagt? Moment. 70... Ja, 140 habe ich da gesagt, genau. Sehr schön. Dann können wir das ganze Zeug hier erstmal reinschmeißen. Das brauchten wir jetzt nicht. Wir brauchten die anderen, genau. Ja, ich bin mir jetzt ganz ehrlich gesagt nicht sicher. Alchemistisches Moos. 10 Stück haben wir drin. Ja, dann würde ich sagen, gerade für den Wert verkaufen wir das Ganze dann auch. Nur hier dieses Teppichmoos müssen wir natürlich behalten, weil damit können wir dann nochmal was von den Rezepten machen. Dann haben wir schon mal 1435 aus der Farmrunde heute Nacht. Sehr, sehr geil. Hoppala. Dann werden wir nochmal ein wenig Anglergebräu herstellen. Keine Sorge. Erstens geht es schnell und zweitens kann ich nicht allzu viel davon herstellen. Das heißt, ich kann nur bei jedem zweimal was reintun, glaube ich. Und dann, ja genau, dann war es das auch. Ich habe zwar ein bisschen mehr Blumen gefunden, aber nicht so viel von dem Teppichmoos. Ich hatte mich schon gefreut, weil ich gedacht habe, dass das alles Teppichmoos gewesen ist. Aber naja, ganz offenbar war es das nicht. So, dann haben wir von dem hier... Ja gut, das eine wollte ich noch reintun. Dann machen wir das noch. Die Blumen haben wir keine neuen mehr gemacht. Das heißt, die können wir auch direkt mit da reinstecken. So, haben wir nochmal 180 mehr, was wir bekommen. Und dann nochmal 285 für die normalen Gebräue. Und 140 für Gebräu mit Sternchen. Das heißt, 2000 kommen nochmal dazu. Ich fühle mich fast wie ein König, weil wir gerade so viel Geld haben. Aber wir haben auch lange, lange gearbeitet und mussten auch lange, lange was dafür tun. So, der Briefkasten. Was haben wir denn? Ashura, sei gegrüßt, Gameplayerin. Du bist wirklich gewachsen, seit du nach Kilima gekommen bist. Und ich könnte nicht stolzer auf dich sein. Komm später vorbei. Ich habe ein letztes Rezept, was ich dir beibringen kann. Ein letztes. Aha, vielleicht sollten wir die Verbesserung dann doch noch nicht machen, sondern erstmal das Rezept abwarten. Und Ref, haben Sie es satt, Dinge auf Ihrem Herd anzubrennen? Sind Sie bereit, Dinge in neuen und aufregenden Behältern zu verbrennen? Tisch hat mir beigebracht, wie man einen neuen und verbesserten Ofen baut. Und ich würde Ihnen gerne das Rezept zeigen. Sehr schön. Vielleicht kann ich dir danach beibringen, wie du einen Steak-Dinger für mich vorbereiten kannst. Zubereiten. Jetzt weiß ich nur ehrlich gesagt nicht, was ich jetzt machen soll. Das ist immer so eine Sache, ne? Achso, deswegen hatte ich nicht genug Bretter, weil ich die hier noch drin hatte. Genau, das ist nämlich Kernholz. Ich würde sagen, dann mache ich hier nochmal so einen Wust rein, damit er nochmal arbeiten kann. Dann Kupfer machen wir natürlich durchgehend. Und Eisenerz haben wir auch noch ein bisschen dabei. Das können wir ja direkt mal nehmen hier. Und die können wir auch direkt, da müssen wir... Achso, können wir das da auch reinmachen? Ja, doch, das scheint ja auch direkt... Es sei denn, ich habe die jetzt weggeworfen. Das wäre jetzt ein bisschen blöd. Ich hoffe mal nicht. 100 Bretter. Ja, ich hoffe, dass die das jetzt gewesen sind.
Okay. Na gut. Wir haben Knoblauch. Ach so, ich bin so doof. Wir brauchen noch eine perfekte Kartoffel. Die habe ich so schön verkauft. Haha. Wir brauchen noch eine noch für die Quest. Aha. So, jetzt wisst ihr, warum ich das Ganze nach vorne gemacht habe. Weil ich zu faul bin, immer diesen langen Weg zu laufen und einfach nur hier rüber hüpfen möchte. So, die Tomaten können wir dann auch nochmal machen. Ich wollte die gerade gießen. Ihr könnt doch nicht einfach meine Tomaten hier wegnehmen. Ihr Schweine. Na gut. Müssen wir die hier nochmal ein bisschen gießen. Eigentlich sind das Arbeiten, die ich offline machen möchte. Weil es halt immer das Gleiche ist natürlich. Aber ja, da müsst ihr jetzt leider leiden. Es tut mir wirklich leid. Ach, ich habe auch gar keinen Dünger mehr drauf getan, fällt mir gerade auf. Ah, ich bin so doof, ich bin so doof. Hätte ich jetzt auf die Kartoffeln schön drauf. Ich glaube, das sind alles Kartoffeln hier, oder? Ja, genau, alles Kartoffeln. Das andere habe ich schon gar nicht mehr gemacht. Außer Baumwolle natürlich, weil Baumwolle brauchen wir ja. Das ist blöd, dass das immer so schnell weggeht. Nachdem man das geerntet hat. Weil man möchte ja vielleicht auf das Feld noch was drauf machen. Aber nein. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe selber mal genug angepflanzt, um zu wissen, dass man eigentlich die Erde ja vorbereiten sollte. Warum sieht die Tomate so komisch aus? Ist es hier gerade so windig oder was? Hallo? Wir haben aktuell keine Dings hier, keine Samen mehr zum Einpflanzen. Das heißt, ich mache jetzt hier nochmal eine Kartoffel rein. Könnte eigentlich noch eine zweite Kartoffel da reinmachen, damit wir dann wieder neue Samen bekommen. So, hier habe ich Baumwolle drin gehabt. Das heißt, da mache ich dann auch entsprechend zwei rein, damit wir mehr Samen haben. Und jetzt ist die Frage, wir haben hier nichts mit Sternchen, außer der Baumwolle, aber die will ich natürlich, die kann man auch gar nicht reintun, fällt mir gerade auf. Haben wir, wir hätten die Tomaten. Aber die sind 23, 23, 30, 8. Also die Bergmorchel bringt tatsächlich am wenigsten, wenn man die jetzt verkaufen würden. Und ich mache hier, ja doch, ich mache da schon noch Rezepte mit. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde sagen, ich schmeiß da jetzt einen Knoblauch rein am besten. Komm, ich schmeiß jetzt einen Knoblauch rein. Zwei, damit das dann auch danach noch, ne? Achso, ja, ich muss aber erstmal noch wieder anpflanzen. Das heißt, dass wir, das ist die vier. So, das wäre schön, wenn ich hier was reinsetzen dürfte. Da und da, genau. Wir haben nochmal vier, das heißt, die mache ich jetzt da rein. Ah, ne, das sind die Kartoffeln. Ah, ich bin so doof. Naja, gut, jetzt habe ich die Kartoffeln hier gemacht, was soll's. Okay, haben wir da jetzt noch irgendwo was? Ich meine, den Dünger, der ist klar, das ist der, die Qualität verbessert. Das ist immer schon mal schön. Schmeißen wir davon auf jeden Fall noch ein bisschen was auf die Kartoffeln drauf. Zack, zack, zack. Das waren nicht die Kartoffeln, aber egal. Hier können wir auch noch mal ein bisschen die Qualität verbessern. Und hier, das sind auf jeden Fall alles Kartoffeln. Bis auf das, was ich gerade... Achso, ich habe nichts mehr. Ach, Mist. Ich wollte eigentlich noch was auf die Wolle drauf tun. Na ja, gut, dann halt nicht. Dann, ja. Kümmern wir uns einfach nur noch darum, dass wir jetzt genug Wasser hier haben für die neuen Samen. Und dann ist gut. So. Das Gute ist ja, wenn wir viel Dünger haben. Na? Wenn wir viel Dünger haben, sollten wir ja auch viel mit Sternchen rausbekommen. Entsprechend wäre das für uns natürlich gut, weil alles, was Sternchen hat, verkaufen wir ja. Habe ich gesagt. Und da müssen wir mal eben gucken. So, da gibt es nochmal 201 für und die Tomaten. Ja, das wären jetzt genau 10. Ne? Ich würde ehrlich gesagt, die würde ich gerne übrig behalten, damit ich 10 habe. Und dann alles, was danach kommt, würde ich verkaufen.
Ach so, Knoblauch. Oh. Ich brauche nur zwei Knoblauch. Oh, ich dachte gerade schon. Moment, dann machen wir die überflüssigen Knoblauch. Tun wir da rein. Die zwei von der Quest behalten wir natürlich. Dann, die haben wir immer noch nicht auf 10 hochgebracht. Wobei, da brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr, weil wir auch noch Stoff dann machen können. Das wären dann genau 15. Alles darüber könnte ich dann auch verkaufen. Würmer bekommt man auch nicht allzu viel für. Ich weiß auch nicht so genau, wofür ich die Würmer eigentlich brauche. Ah doch, zum Angeln, ne? Ich glaube, beim Angeln kann man die auch nochmal benutzen. So, Chapata-Fleisch müssten wir uns nochmal drum kümmern, dass wir da was holen für die Quest. Und, ja gut, die Kartoffeln. Ich hoffe, ich habe ein paar Kartoffeln erwischt, dass die tatsächlich besser geworden sind. Ansonsten Holz habe ich also die Schmiedesachen, die habe ich hinten nochmal reingeworfen. Ach so, genau, ich wollte nochmal was gucken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das nämlich mit dem machen soll, was ich holen kann. Gewöhnliche Spitz. Ach so. Ach, ich hatte die noch nicht geholt, weil mir das zu teuer war. Da mache ich das jetzt erstmal mit der Axt. Eisenbarren habe ich ja noch. Ich hoffe, dass es nicht zu teuer wird, wenn ich die, weil das ist... Ich meine, Kernholz ist kein Thema. Das kriege ich so oder so. Aber Eisenbarren, ne, bin ich immer am Mangel. Ja, tolles Deutsch. Was habe ich denn jetzt gerade bekommen, ey? Habe ich jetzt gerade ein Reparaturset gebraucht oder was? Hä? Ja, keine Ahnung. Also ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Der hat irgendwas von Reparaturset gesagt. Aber theoretischerweise, wir probieren das jetzt mal eben. Ja, endlich. Endlich können wir die großen Bäume hier wegmachen. Sehr, sehr geil. Wir haben sogar einen Flügelnusssamen bekommen. Ja, toll. Jetzt, wo wir die größeren Bäume machen können, also wegmachen können, erhalten wir direkt Samen oder was? Oder wie verstehe ich das? Und davor musste ich mir das jetzt alles mühsam erarbeiten. Ja gut, das ist jetzt nur Splintholz. Darum kümmere ich mich dann aber offline nochmal. Aber gut, dass ich mal geguckt habe, weil da jetzt zufällig tatsächlich was dabei gewesen ist. Oh, ich habe wieder keinen Buff mehr. So, die Sachen tun wir auch direkt schon mal da rein, damit ich hier nicht zu viel zugeballert habe. Dann schauen wir mal eben, ich glaube, es war das Paella-Rezept. Genau. Ach, warum drücke ich hier eigentlich immer Escape? Ich weiß es nicht. So, und dann werden wir mal gucken, dass wir zu Gina gehen. Weil, oh Gott, hier blinkt es überall. Machen wir das erstmal. Ich hätte das natürlich für die Quest... Ach so, das Chapa-Fleisch wollte ich eigentlich auch noch holen. Aber wo kriege ich eine ölige Sardelle her? Theoretischerweise könnte ich die vielleicht kaufen. Ich bin mir nicht sicher. Ölige Sardelle, das hört sich so an, als ob der Zeko das eventuell haben könnte. Schauen wir mal eben ganz kurz nach. Das wäre dann eventuell die schnelle Lösung. So, ach ja, ich wollte auch eine Pralinenschachtel kaufen. Genau. Auch wenn ich noch nicht so genau weiß, wem ich die geben soll. Aber die wollte ich auch holen. Hydrate pro Dünger. Der das Wasser im Boden hält, damit am nächsten Tag nicht mehr gegossen werden muss. Oh, cool. Das hört sich auch nicht schlecht an. Nee, aber die haben keinen... Keine Sardelle. Oder verkauft der eine... Der Angler verkauft keine Fische, ne? Der verkauft, glaube ich, nur Zubehör. Wo wollte ich denn jetzt hin? Gina, genau. Ah, ich müsste auch mit den anderen nochmal sprechen und so, aber... Wo ist denn Gina jetzt hin? Hä? Hä? Hallo? Ich habe sie doch gerade markiert und bin ihr quasi direkt entgegengelaufen. Wo ist die jetzt hin? Ihr wollt mich doch jetzt veräppeln. Hä? Ich verstehe es nicht.
Ich meine, kann sein, dass sie nach rechts vielleicht irgendwo gegangen ist, aber... Die war hier. Und ich habe versucht, ihr so entgegenzulaufen. Und jetzt ist sie komplett weg von der Karte. Ja, toll. Das ist doch blöd. Dann machen wir erstmal Nairo. Der ist da. Das ist ja total doof. Ich wollte aber unbedingt mit ihrer Quest weitermachen. Müssen wir gucken, ob wir noch irgendwie was anderes finden. Vor allen Dingen finde ich es doof mit Find a Cheap. Vielleicht, wie gesagt, kann man das wirklich nur machen, wenn man demjenigen was kauft. Ich weiß es nicht. Nairo. Are you lost? Oh, hey. Ich wollte eigentlich später bei dir vorbeischauen, aber da bist du ja. Ich werde vielleicht trotzdem vorbeikommen. Nur, um ein paar Minuten mehr Zeit für mich zu haben. Really? Jedenfalls habe ich mich gefragt, ob du vielleicht meinen Papa einen Gefallen tun könntest. Ja, natürlich. Mir ist aufgefallen, dass er vorhin nicht so gut drauf war. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber es ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Großartig. Vielleicht wird ihn das aufmuntern. Papa hat früher immer in der Scheune Laute gespielt, aber in letzter Zeit scheint er damit aufgehört zu haben. Ich dachte, er hätte sich vielleicht einen Finger verstaucht oder so. Aber als ich nachfragte, sagte er, er hätte einfach Besseres zu tun. Ich verstehe es nicht. Dad liebt es, Musik zu machen. Seit er damit aufgehört hat, wirkt er sehr niedergeschlagen. Sogar die Ormu sind davon genervt. Ich habe mir gedacht, wenn ich ihm eine neue Laute baue, könnte ihn das vielleicht dazu inspirieren, wieder zu spielen. Könntest du mir helfen, die Materialien dafür zu besorgen? Ich habe jetzt eine neue Axt. Ich kann alles. Und erzähl Papa nichts davon. Okay, ich will, dass es eine Überraschung ist. Willst du mein Sheep sein? Ich möchte dich nicht enttäuschen, aber ich habe schon so viel um die Ohren. Ich denke, es wäre gut, wenn ich dich zuerst ein bisschen besser kennenlernen würde, damit ich sicher sein kann, dass ich gute Arbeit leisten kann. Ich habe die Materialien? Echt? Toll! Wenn ich einen Zaun reparieren kann, kann ich auch eine Laute bauen, oder? Aber könntest du die alte Laute von meinem Papa suchen? Nur falls ich so eine Art Vorlage brauche? Klar. Kannst du mir auch sagen, welche Sachen ich dir jetzt gerade gegeben habe? Wenn du spät in der Nacht Musik aus der Scheune hörst, ist das mein Vater. Er tut gerne so, als würden wir ihn nicht hören, aber wir können ihn sehr wohl hören. Wenn ich einen wasserbewahrenden Dünger in die Finger bekäme, würde mir das viel Zeit ersparen. Vielleicht sollte ich einmal meine eigene Mischung ausprobieren. Ich habe die Pralinen noch und ich habe doch nichts, also den Knoblauch hat er auch nicht gegeben. Ich meine, ich weiß ja nicht, was er für Materialien braucht, keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich ihm jetzt gegeben habe. Aber gut. Ich bin immer froh, wenn ich eure Quests abschließen kann und sie ist auch gerade wieder aufgetaucht. Willst du mich denn veräppeln? Wo ist sie denn jetzt? Gina, ich sehe dich. Wo warst du die ganze Zeit? Jetzt werde ich sie nochmal markieren. So, damit ich die ein bisschen besser sehen kann. Nee, da komme ich ja wieder nicht rum. Wehe, du haust wieder ab, Gina. Dann bin ich nämlich richtig böse. Ich würde gerne diese Quest weitermachen. Und da soll ich dann wahrscheinlich nach der Laute suchen, nehme ich mal an. Das machen wir auch gerne. Aber ich möchte zumindest, nein, ich hab's geahnt. Ich bin extra nach links gelaufen, damit ich den nicht so aufscheuche. Ja, sorry, falls er jetzt das Chapata-Viech da jagen wollte. Es tut mir leid, es tut mir leid, das war keine Absicht. Im Gegenteil. Gina, jetzt bleib endlich stehen. Also, ich habe die Antwort von vor der Tür ausgesprochen. Da sind einige neue Runen aufgeleuchtet. Es heißt, der Schlüssel, den du in der Hand hältst, zeugt von Wissensdurst. Aber der nächste Hinweis, um diese heiligen Türen zu betreten, erfordert einen Durst nach etwas mehr. Ja, nach Wissen. Nee, Moment. Der Schlüssel, den du in der Hand hältst, zeugt nach Wissensdurst. Aber in den nächsten Hinweis... erfordert einen Durst nach etwas mehr. Was will man denn mehr als Wissen? Oder meinen die jetzt Wasser? Ja,
denke ich mir nämlich Durst. Könnte es um Wasser gehen? Das war auch meine Vermutung gerade. Ja, vielleicht ist das der Hinweis. Irgendwo im Wasser versteckt. Gute Idee. Ich werde im Teich hier in der Nähe nachsehen. Und du kannst andere Gewässer überprüfen. Willst du immer noch nicht mein Cheap sein? Nee, offenbar ja nicht. Also, manchmal ist es seltsam, dass Hekla es als ihre Einzigartigkeit betrachtet, sich um mich zu kümmern. Sie wurde geschaffen, um sich um Menschenkinder zu kümmern. Sie hat mich gesehen und da sind wohl irgendwelche Schaltkreise durcheinander geraten oder so. Können wir ihr irgendwas geben? Nee, ne? Okay. Na gut. Also wir können wohl nicht deine Quest abschließen. Ja, weil du nicht möchtest, dass wir deine Quest machen. Aber wenigstens können wir jeden Tag immer mal wieder so ein bisschen mehr darüber erfahren. Ah ne, das ist kein Gebiet. Das ist tatsächlich... Ist die hier drin? Kann ich da hoch? Ja, hoch kann ich. Ja, das ist mir schon klar. Aber... Ich soll ja irgendwo... Ah, kaputte Laute. Sehr schön, dann können wir auch direkt wieder zurückgehen und ich muss ganz dringend hier noch mit den Hodra oder wie heißt er hier sprechen. Da unten ist er. Wir müssen den jetzt erstmal markieren, weil ich sehe den mit dem ganzen Gedöns hier überhaupt gar nicht. Nee, das ist normaler Stein, das ist kein... Ja, ja, okay. Laufen wir zusammen, mein Chapu. Chapa, Entschuldigung. Habe ich jetzt gerade hier rechts nochmal gelesen. Okay. Moment. Wir gehen hier... Achso, er stand ja davor, genau. Der andere soll mir bloß nicht weglaufen, weil mit dem muss ich auch nochmal dringend reden. Wegen der Schmiede. Eloisa, mit der muss ich eigentlich auch noch reden. Aber gut, das sind nur diese normalen Sätze. Ich habe auch gemerkt, die wiederholen sich auch ständig. Perfekt, danke, Gameplayerin. Oh. So funktionieren die Seiten also. Okay, okay. Gut, dann bin ich jetzt fertig. Könntest du es ihm bringen? Ich will nicht, dass es mit Ormuschlamm bedeckt wird. Ja, natürlich, natürlich. Ich weiß gar nicht, für wen, Moment, für seinen Vater hat er gesagt, ne? Hassian hat eine neue Quest für mich, oder? Ich mit meinen... Das war doch jetzt der Vater von ihm, oder? Das waren doch alles die Kinder, meine ich, von ihm. Ich versuch's auf jeden Fall mal. Jetzt hat der auch noch eine neue Quest. Könnt ihr mal... Hallo, Leute! Du lieber Scholli! Dafür habt du und Nayo euch also so... Also zusammengetan. Ich hatte mich schon gefragt, wo meine alte Laute steckt. Ich dachte, ein besonders musikalischer Geist hätte sie ihm gemobst. Überraschung, es war der Geist. Nein. Probier sie mal aus. Ausprobieren? So eine Schönheit gehört ins Museum. Das kann ich unmöglich machen. Außerdem habe ich mir das alles doch abgewöhnt. Ich kann keine Hacke halten, wenn ich gleichzeitig Laute spielen übe. Ich muss gestehen, dass ich mich angewöhnt habe, mich hinauszuschleichen, um den Ormu ein Ständchen zu bringen. Aber als meine alte Laute kaputt ging, war das ein Zeichen für mich, damit aufzuhören. Nein, die hänge ich irgendwo auf, wo ich sie bewundern kann. Ein wirklich schönes Stück. Und es bedeutet mir sehr viel, dass du an mich gedacht hast. Du bist allerbeste Sahne. Willst du mein Cheep sein? Zügeln Sie die Refrosse ein wenig. Es ist doch ein bisschen zu früh, um mich zu bitten, dein Cheep zu sein. Ja, ich denke mal, man muss auch tatsächlich so ein Mindestmaß an Beziehungen dann auch haben. Also 3 scheint ja offenbar nicht zu reichen. Hilf noch ein bisschen auf dem Hof mit und dann werde ich dir sagen, was ich für dich tun kann. Na gut. Du bist richtig gut im Gartenbau geworden. Ich habe mich gefragt, ob du ein paar neue Ackerbautechniken kennst. Ich bin nämlich total am Ackern. Der kam ein bisschen flach, aber gut. Ja, genau, wir können die gewöhnliche Hacke. Naja, gut. Tills a larger area. Ach so. Aber deswegen zu verbessern und ich muss, also die nutzt sich dann ab. Ich weiß nicht, ob ich das machen sollte. Erde würde ich gerne nochmal mitnehmen, aber im Moment kommen wir eigentlich ganz gut damit aus. Oh, I see you're hailing in a day for now.
Wieso hat er jetzt schon wieder was, hä? Nice of you to turn up. Da ihr Interesse an der Gartenarbeit wächst, dachte ich mir, dass ich auch meine Shop-Auswahl erweitern sollte. Hat er aber nicht, weil das ist das Gleiche, was ich eben schon gesehen habe. Na gut. Call me an orange. Aber wenigstens ist das Zeichen jetzt weg. Immerhin. So, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Es sind schon wieder 6 Uhr. Ich muss hier wieder hinmachen, dass ich hier mit allen nochmal reden kann. Das ist schrecklich. So, was ist mit dir? Also, bist du bereit, Gerichte in größeren und besseren Behältnissen anbrennen zu lassen? Dann habe ich genau die richtige Anleitung für dich. Sie ist ein kleines Familiengeheimnis. Na los, schau dir meine Waren an. Du willst es doch auch. es kommt darauf an. Oh ja, doch, wenn der kostenlos ist, dann nehme ich den gerne. Wieso kriege ich die bei ihm eigentlich immer kostenlos? Ich weiß es nicht. Herstellungsanleitung, klassisches Steakgericht. Eigentlich spare ich ja, aber ja gut. Ich meine, so die Gerichte würde ich schon gerne mal mitnehmen. Vielleicht findet man ja auch mal was, wo man auch was mit Geld machen kann und so. Also gut Geld. Ich kann es kaum erwarten zu sehen und zu schmecken, was du als nächstes kochen wirst. Ich will es nicht an die große Glocke hängen, aber ich bin bei ein paar Leuten hier angeeckt. Weißt du, die meisten Leute haben eine andere Vorstellung davon, wie sich ein perfekter Majiri verhalten hat. Okay. Ihr habt ein bisschen zu viel getrunken, als ihr den Text eingegeben habt, habe ich das Gefühl. Aber hey, warum nach Perfektion streben, wenn man für die Kinder auch das lebendige Beispiel dafür sein kann, was passiert, wenn man faulenzt und die Schule frühzeitig verlässt? Weil das nie gut ist, ein schlechtes Beispiel zu sein? Das ist zumindest mein Motto. Mhm. Sifu räumt immer meinen Vorrat an Senuk-Fleisch auf. Könntest du mir noch etwas bringen, bevor sie alles kaputt macht? Nochmal. Okay. Da waren wir ja schon drin gerade. Er will auch nicht mein Cheap werden, das weiß ich jetzt schon, weil das hat irgendwas hat das mit dem Level zu tun. Nicht weglaufen, mit dir muss ich auch noch kurz reden. Du hast unser Teil wahrhaftig mit Stolz erfüllt, Gameplayerin. Wie ich sehe, hast du daran gearbeitet, eine Säule unserer Gemeinschaft zu werden. Und wo wir gerade von Säulen sprechen. Wenn sie jemals etwas wirklich Zähes schneiden müssen, habe ich genau das richtige Rezept. Ja, aber das brauche ich noch nicht. Was mich jetzt eher interessieren würde, wäre die Axt. Aber ich bin ganz ehrlich, dafür bräuchte ich dann die Bretter für diese Axt. Okay. Medium, also mittlere und große. Macht mehr Schaden als die feine Axt. Ja, wäre cool, aber es gibt so wenig Stellen, wo man dieses Holz hierher bekommt. Und dann brauche ich das ja auch noch, damit ich das reparieren kann und alles. Das ist ein bisschen, Sägewerk lasse ich immer noch stehen, weil, ja, ich schmeiße ja immer was rein, während ich weg bin. Deswegen ist das jetzt nicht so schlimm. Auni mache ich später mal. Was ist mit Hodari? Wenn ich das jetzt richtig sehe, ist der nach rechts gegangen. Ich kann wirklich nur hoffen, dass der jetzt nicht schlafen gegangen ist. Ich weiß, die Folge ist heute wieder lang. Ich krieg's irgendwie auch nicht hin, normale Folgen von rum 25 Minuten zu machen. Schande über mein Haupt. Aber vielleicht findet ihr das auch positiv und ihr schaut euch lieber die über 30 Minuten Folgen an. Wie 30 sozusagen. Um ein bisschen mehr erleben zu können hier von der Welt. Ein bisschen mehr zu sehen. Ich persönlich finde es ja auch immer ganz gut. Ich habe zwar keine Zeit dafür, es selber zu machen, aber ich hätte, wenn ich jetzt die Zeit hätte, Let's Plays zu schauen und so, dann würde ich es auch gut finden, dass man immer mal ein bisschen von anderen vielleicht abgucken kann. Vielleicht haben die was gefunden, wo man sich sagt, oh, da muss ich unbedingt mal hingehen. Oder was weiß ich, die Kiste, die habe ich ja noch gar nicht gesehen oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, nur wie gesagt, leider habe ich nicht die Zeit dazu. Muss halt alles irgendwie gemacht werden. Man muss Geld verdienen. Man muss, Kind hat natürlich auch dann noch seine Termine, wo es dann hingebracht werden muss und so. Ist ja auch alles nicht schlimm. Erfordert nur halt dann auch entsprechend ein wenig mehr Zeit.
So. Gudaru, wehe, 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 wehe. Ich muss noch ganz dringend mit dir sprechen, bevor du... Ich meine, wir haben 8 Uhr abends. Wenn der Kerl sich jetzt hinlegt, ne, dann muss ich echt mal... Muss ich ihm echt mal an den Kopf fassen. Oh nein, oh nein, oh nein, ihr seid so gemein. Aber Eisen kann ich nicht liegen lassen, weil Eisen brauche ich ganz, ganz dringend, damit ich wieder neue Eisenbarren machen kann. So, also Eisenerz, ne? Damit ich dann jetzt auch meine Axt reparieren kann. So, hi und tschüss. Ich würde auch gerne mit dir sprechen, aber ich muss ganz, 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 ganz dringend Hudaru finden. Wo ist denn der? Oh Gott. Ja, ganz dringend Hudaru finden und dann habe ich nochmal Eisenerz gefunden. Ich glaube, er kommt mir aber auch gerade entgegen. Das ist sehr gut. Nehme ich das nochmal eben schnell mit hier. Hallo, nimm's mit. Hudaru, ich komm geflogen. Bleib stehen. I usually work alone. So, du hast wirklich gute Fortschritte gemacht. Ich glaube, du bist reif für diese Rezepte. Worauf wartest du noch? Da ist Palium für dich. Da ist Palium für mich? Wie, was, wo? Hä? Ich verstehe nur die Hälfte. Schwermetallurgie. Der schwere Schmelzer verwandelt Materialien schneller in Ziegel und Barren als der Steinschmelzer. Fände ich gut. Fände ich sogar sehr, sehr gut. Allerdings ist das auch so eine Sache. Ich brauche es im Moment nicht wirklich, ne? Die edle Spitzhacke, die würde ich mir gerne holen, weil deswegen musste ich ihm jetzt noch dringend hinterherlaufen. Aber was ist das hier bitte? Veredeltes Palium setzt den Maßstab für Metalle. Es wird für die Herstellung einer Vielzahl von exquisiten Gegenständen verwendet. Also, ich habe ja diese Online-Karte gefunden, beziehungsweise sie wurde gefunden und wurde mir mitgeteilt. Die ich übrigens auch bei mir im Discord verlinkt habe. Da habe ich eine eigene Seite. Also für alle die von euch, die eventuell schon auf meinem Discord sind. Ich habe da immer so eigene Seiten unter Tipps. Das könnt ihr einfach anklicken und öffnen. Und da sind die Spiele, mit denen ich mich lange beschäftigt habe. Also die man nur mal kurz durchspielt oder so, habe ich natürlich nicht drin. Aber die, wo ich mich sehr lange mit beschäftigt habe oder so MMOs oder solche Sachen, da habe ich dann eigene... Ja, Channels sozusagen für. Und da habe ich einige Verlinkungen reingemacht. 3 davon gehen aktuell noch auf meinen Blog drauf, wo ich alles so schön ein bisschen zusammengefasst habe. Und dann gibt es noch ein paar andere Links, die ich noch gefunden hatte, als ich vielleicht mal was gesucht hat oder die man mir gegeben hat, wie jetzt zum Beispiel hier diese Karte. Und die ist sehr, sehr gut. Und da ist auch dieses Paliumerz, wo das sein soll, ist da auch verzeichnet. Ich habe es bisher noch nicht gefunden. Ich habe es noch nie gesehen. Aber ich halte auf jeden Fall meine Augen und Ohren so ein bisschen offen. Ich würde sagen, dass wir das jetzt einfach mal mitnehmen. Dass, ich denke, wir können... Genau, Eisen und Palium. Ja, wenn wir die jetzt veredelt haben, können wir nämlich auch Palium ab... arbeiten. Goldbarren könnte ich, beziehungsweise ich habe ein bisschen Golderz sogar schon bekommen. Verkauft für... Moment. Danke an den Goldbarren für diesen Goldbarren. Ah ja. Verkauft für einen sehr hohen Preis. Es kann sein, dass wir eventuell dann das Ganze zu Goldbarren machen können und die dann einfach verkaufen. Ich bin mir nicht sicher. Es wäre natürlich auch cool, wenn das nochmal so eine Einnahmequelle wäre. Ermöglicht es dir, 15 Minuten lang seltene Schürfstellen aufzuspüren. Meine Frage wäre jetzt nur, weil Silberbarren, ich habe fast kein Silber, Eisenbarren brauche ich auf jeden Fall, um meine Sachen zu reparieren. Heißt das, ich kann den Kompass nur einmal benutzen und dann ist der kaputt oder was? Oder muss ich immer wieder neu draufdrücken, aber ich muss den nur einmal erstellen? Das würde mich jetzt interessieren. Also wenn einer von euch den Kompass schon mal gemacht hat... Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob man den nur einmalig erstellen muss oder ob man den tatsächlich immer wieder neu erstellen muss, um dann diese 15 Minuten, ach, ich darf nicht hochgehen, um dann diese 15 Minuten tatsächlich nutzen zu können. Das würde mich jetzt mal sehr interessieren. Ja, wir haben jetzt sehr spät und mein Inventar geht nicht mehr auf. Wieso geht mein Inventar jetzt nicht mehr auf? Hallo?
Meine Taste funktioniert noch. Ich darf mein Inventar nicht mehr öffnen. Sehr schön. Was geht jetzt ab, Leute? Spiel ist ein bisschen verbuggt. Ich weiß nicht warum. Ich kann jetzt nur so gucken, wie viel Inventar ich habe. Ich kann C nicht drücken und ich kann I nicht drücken. Ich kann J nicht drücken. K und L, ich glaube, die hatten auch irgendetwas. Ich bin mir gerade nicht sicher, woran es liegt. Sollte ich fliegen, dann betrachtet euch als verabschiedet. Ja, ich würde aber auch grundsätzlich sagen, dass ich hier jetzt erstmal einen kleinen Cut mache, weil die Folge auch schon wieder mal sehr lange ist. Ich habe keine Ahnung, was das ist, warum ich mein Inventar jetzt nicht öffnen kann. Ich gucke da jetzt gleich offline nochmal nach. Ich habe ein bisschen Panik. Ansonsten schaue ich auch mal nach diesen Erzen, ob man die so schon sehen kann. Die fliegt aber sehr nah an mir vorbei hier. Ob man die so schon sehen kann. Und ja, wenn ja, dann bleibe ich da mal stehen und werde euch das dann mal kurz zeigen im nächsten Video, wo ihr die finden könnt, diese Paladingsbums-Erze. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.